Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Und soweit ich weiß, müssen wir einen Einsatz haben. Jawohl, haben wir auch. Ja, willkommen zu Part 10 von XCOM Enemy Unknown. Gucken wir mal, wo wir hingehen. Wo ist die höchste Panik? Die ist hier in Argentinien. Dann gehen wir auch dahin. Und gucken mal, mit was für einer Truppe wir dorthin gehen. Gut, eigentlich ist das ja nicht vonnöten. Rekrut Barros. Sebastian Barros. Okay. Ja, dann haben wir ihn mit. Und bei schweren Einsätzen. Das ist eigentlich nur plus 3, geben die 3. Ne, extra 2. Dann geben wir auch Angel, einmal die Medkits. Und dann sollte das eigentlich passen. Hoffentlich. Ja, und Argentinien ist halt jetzt wichtiger aufgrund der Panik. Die ist dort höher als. Unser nächstes Ziel heißt Argentinien. Dort scheint die Lage am bedrohlichsten zu sein. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. No problemo. Yo. Gut. Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Dann gucken wir mal, ne? Schon die ersten Feinkontakt. Läuft. 62%, 42. Das ist aber ein deutlich besseren Wert. Ach, egal. Ich muss auch jetzt mal nebenbei so erwähnen, ich habe letztens ein Video geguckt, das war sogar heute, also im Moment der Aufnahme. Da ging es um Super Smash Bros. 3 und da Super Smash Bros. 3 ein, ja, schwer zu sagen, ein Videospiel ist. Des Teufels, ein Videospiel des Teufels. Eine sehr interessante Theorie, die aufgestellt wurde, aber auch irgendwie dennoch sehr gut zusammengefasst, weil das Ganze daraus besteht, dass es. Ich muss jetzt gerade mal wieder überlegen. Es gibt. Ich muss jetzt gerade echt überlegen, wie ich mich hier gerade ausdrücke, wie ich mich hier formuliere, damit das Ganze auch genauso rüberkommt, wie es im Video war. Jedenfalls trifft man verdammt oft in dem Spiel auf die Zahl 666. Ja, Number of the Beast kennen wir ja alle. Und allerdings auch auf die Zahlen 8, da es halt eben 8 Welten gibt. Und boah, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Die 8. Die 8, weil es 8 Welten gibt. Die, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann nochmal zweimal die Zahl 24, aufgrund der 24 Panzer, die man in der letzten Welt, bei einem der letzten Level überspringen muss, in der Hölle. Und die Zahl 24, die man braucht, um Bowser zu überspringen im Endkampf,
damit man Bowser besiegt. Und das Ganze ergibt dann halt durch diese Nummern, diese 8, die 4, ich weiß gar nicht, wie man auf die 4 kommt. Und eben auf die 2x24, auf das Wort Hell, also Hölle, schon mal einer dieser Punkte gewesen. Ein zweiter Punkt ist, dass eine Karte in der Hölle, wo man die Map hat, ne, nicht die 4, die 5, genau, es war die 8 aufgrund der Anzahl der Welten, die es gibt, die 5 aufgrund 5 Felder in der Höllewelt, also in der Höllenwelt, also der letzten Welt in dem Spiel, 5 Felder, wo man runter, wo man in ein Level reingezogen wird, wenn man darauf stehen bleibt, irgendwie so war das, und eben halt die 24 Panzer und eben diese 24 Sprünge auf Bowser, über Bowser, die halt dann diesen, die das Wort Hell, Hölle bilden. Dann die war das ja die 666, auf die man sehr oft im Spiel trifft und eben in der Welt, also bei der Hölle, eine Karte, die sehr sehr stark an ein Herz erinnert, ein Gebiet, so nach dem Motto, das ist das wunderschöne, keine Ahnung, das Herz der Hölle oder Isle of Hell, so nach dem Motto. Und da waren echt extrem interessante Dinger dabei, wo ich mir dachte so, wow, wie kommt man erstens bitte auf sowas und zweitens, wer denkt sich sowas denn eigentlich auch aus? Also ich fand das Ganze dann doch sehr, sehr interessant gemacht. Ich wollte gerade schon sagen, also schwer war das hier jetzt noch nicht, das kann es ja nicht gewesen sein. Schicken wir mal unsere Scharfschützen hier hoch. Ja, also Super Mario Bros. 3 ist ein Tribut an die Hölle. Also ich fand das Ganze da doch schon sehr, sehr gut beschrieben teilweise. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß an dem Video. Ich fand's super gemacht. Vor allem erstmal auf die Idee zu kommen, nach solchen Anzeichen zu suchen, dass Super Mario Bros. 3 gerade einer der Teile mit Super Mario World, die einfach am allermeisten Spaß machen, dass bei so einem Spiel dann sowas rauskommt. Das fand ich schon sehr gut. Fand ich super. Vielleicht werde ich auch dann entdecken und das Video in den unten drunter verlinken. Wenn nicht, dann eben nicht. Was war das? So, wie machen wir das denn jetzt? Wir stellen dich in den Truck. Du hast nachgeladen, du bist jetzt... Du könntest gleich mehr vorrücken. Aber erstmal schicken wir sie hier vor. Ihn hier, Entschuldigung. Du gehst ein bisschen mehr mittig, bitte. Auch schön in Deckung gehen, dann hast du vollen Schutz. Du näherst. Du packst ja auch im Truck. Das sind ein paar mehr Bewegungsfelder, die du dann gleich hast. Und dann kannst du vorrücken zum Automaten. So. Dann geh erstmal hier hin. Nachladen. Du gehst hier hin. Brauchst eigentlich nicht nachzuladen. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Mein Ziel ist es nämlich. Manche, also Leute, die gerne auch Strategiespiele zocken und sowas, die werden jetzt auf jeden Fall. Also es sollte auf jeden Fall klar sein, was ich hier vorhabe. Was ich hier gerade am machen bin. Und
mit ein wenig Glück wird das jetzt auch super funktionieren und wir werden keinerlei Probleme haben, die Aliens da drinnen zu terminieren. Wow! What? Ey, wow, das war... Wie sagt man so schön? One in a million. Das war gerade ein super Schuss. Mission erfüllt. Wow, was ein... Wow, ich bin gerade völlig baff über den Sniper-Schuss. Respekt! Ich dachte jetzt eigentlich erst, sie geht auf den, der da aus der Tür rausgekommen ist. Wow! Das war echt sehr, sehr nice. Großartig. Eine beispielhafte Leistung. Hoffentlich verlaufen alle Operationen so reibungslos wie diese. Das war echt sehr krass. Ah, guck mal, da war schon mal den nächsten schweren Trupp. Panik hat dich geschwächt. Wir bleiben in Kontakt. Dann gucken wir jetzt mal. So. Wir bräuchten jetzt bald echt die Satelliten. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Einen können wir noch in Auftrag geben, oder? Oder wie viel kosten die? 62, ja komm. Unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Nee, nicht Hangar, ups. Kaserne, Soldaten anzeigen. Wo haben wir ihn hier, den schweren Jungen? Bewaffnen wir auch ihn mal hier, zack. Hat er jetzt auch vorhin gar nicht gehabt, ne? Ups. Gut. Neue Soldaten. Deutscher, Russe dabei? Ne, in Belgier. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Für Afrika könnte ein bisschen besser sein. Sonst sieht eigentlich alles ganz gut aus. Okay, China, also Asien. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Da könnte man noch ein bisschen was machen. Neues Forschungsprojekt. Laserpistole zur Herstellung verfügbar, Lasergewehr zur Herstellung verfügbar. Wir haben die Methoden untersucht, mit denen die Aliens Energieverbrauch und Wärmeableitung ihrer Waffe in den Griff bekommen und danach unsere eigenen Laserwaffen weiter verbessert, als wir es für möglich gehalten hätten. Bemerkenswerterweise haben wir jetzt einen funktionierenden Prototypen, der tragbar und leistungsstark ist. Eine Entwicklung, die wir noch vor kurzem für unmöglich gehalten hätten. Auch wenn wir die Bündelungslinsen dafür etwas verkleinern mussten, haben erste Tests keine Verringerung der Leistung oder Zielgenauigkeit ergeben. Laserpistolen, Lasergewehr, ja, ja, ja. Umso mehr Wissenschaftler wir übrigens bekommen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt aufgefallen ist, umso kürzer sind übrigens die Zeiten. Projektkosten 5, schwere Laser. Ich will eigentlich keine Laserwaffen, die sind mir dann doch ein bisschen zu schwach. Machen wir erstmal den Navigationscomputer. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Commander, jetzt wäre eine Gießerei hilfreich, um die neuen Waffen und die Ausrüstung noch effektiver zu machen. Ich empfehle eher früher als später mit dem Bau zu beginnen. Gar nicht mal so dumm, vielen Dank. Können wir mit der Gießerei noch anfangen? Was können wir noch bauen? Eine Werkstatt, ein Labor, den Alien-Sicherheitstrakt können wir auch mal anfangen. So, schon zum Ableiter. Aber das hat alle so seine Zwecke. Wie viel Forscher haben wir bei uns? Wissenschaftler 18, okay. Gut, dann mache ich jetzt aber hier erstmal einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Part 11 von XCOM Enemy Unknown. Und das war's von mir. Bis dann, euer Steve.